fried, you bitch. Nein, die kann ich jetzt nicht kaputt machen. So, I am confusion. Wo muss ich jetzt eigentlich lang? Ich bin gerade wirklich ein bisschen irritiert. Robotik und Wartungslabor. Wahrscheinlich eher in die Richtung. Hätte ich gedacht, aber scheinbar nicht. Was ist denn hier? Noch ein Zettel. Lutz Meyers Forschungsnotiz. Mümmelkampf. Wie verschwindet ein Mann einfach so? Indem er die Regeln... Wie verschwindet ein Mann einfach so? Indem er die Regeln nicht befolgt. Helmut hat aus Versehen ein 300 Kilo schweres Datitude-Artefakt auf den Boden fallen lassen, was eine Reaktion auslöste, die ihn und das gesamte Artefakt in einem grellen, weißen Blitz verschwinden ließ. Sein Kollege Sander erlitt Verbrennungen dritten Grades und seine Sicherheitsbrille verschmolz mit seinem Gesicht. Was hat Helmut falsch gemacht? Na, raten Sie schon. Ding, ding, ding. Er hat das Artefakt nicht korrekt gesichert. Sicherheit, Leute. Sicherheit hat oberste Priorität. Richten Sie Ihren Leuten aus, dass die Gedenkveranstaltung für Helmut für Freitag geplant ist. Noch eine Sache. Eckhart hat festgestellt, dass jemand namens Zetroff zusammen mit dem Terroristen William Blazkowicz aus dem Lager Cello geflohen ist. Dieser Mann soll Gerüchten zufolge ein lebendes Mitglied der Datitude sein. Er könnte Informationen zum Herkunftsort des Artefaktes aus der 4NG1-Lieferung haben. Wegen eines höchst blamablen Versagens im Umgang mit seiner Akte konnte er unentdeckt bleiben und diese Idioten haben ihm auch noch entkommen lassen. Schicken Sie einen Trupp los, um seinen Aufenthaltsort ausfindig zu machen. Lutz Meyer. Wundervoll. Ich finde es super, dass Sie jetzt erst mitkriegen, dass Seth halt ein Mitglied der Datitude ist. Ich meine, er ist zu unserem Vorteil, aber trotzdem ein richtiger No-Brainer. Ja, das ist sehr, sehr deutsch, dieser Umgang mit Akten. Das Regime soll den Sprengkopf nicht anrühren, nachdem sie ihn platziert haben, richtig? Dann muss er direkt in den Atomreaktor des Generalstabs. So können sie die Strahlungssignatur nicht nachverfolgen. Die finden ihn nicht, die entschärfen ihn nicht. Noch was zum Lesen. Ah, irgendwelche Flirtereien. Leute, die deswegen irgendwo nicht auftauchen. Wundervoll. Neues zum Lesen. Ein Brief. Ich nehme einfach mal mit. Das können wir mal später irgendwann machen.
Wundervoll. Ich hoffe, das ist ein Roboter, weil da kann ich mich hinten anschleichen. Was zur Hölle ist da gerade passiert? Ich bin ein bisschen überfordert gewesen. Wo kamen die auf einmal alle her? Na komm. Irgendwas stimmt hier nicht, das gefällt mir nicht. Das Regime soll den Sprengkopf nicht anrühren, nachdem sie ihn platziert haben, richtig? Dann muss er direkt in den Atomreaktor des Generalstabs. So können sie die Strahlungssignatur nicht nachverfolgen. Die finden ihn nicht, die entschärfen ihn nicht. Na toll. Ich war fast da. Schade, schade. Das hätte so schön flutschen können. Hätte ich nicht am Anfang schon so reingeschissen. Das Regime soll den Sprengkopf nicht anrühren, nachdem sie ihn platziert haben, richtig? Dann muss er direkt in den Atomreaktor des Generalstabs. So können sie die Strahlungssignatur nicht nachverfolgen. Die finden ihn nicht, die entschärfen ihn nicht. Ja, aber well done. So, jetzt vorsichtig außen rum. Der werde ich vielleicht nicht direkt gesehen. Das ist schon deutlich angenehmer. Ah. Hier noch irgendwo einer? Sieht nicht danach aus. Wahrscheinlich jetzt. Oh nein, ich erinnere mich an Böses. Ich habe das Spiel ja schon mal auf der Switch durchgespielt. Das wird lustig. Super Smash. Ich mach den Sprengkopf scharf.
Sie verziehen sich besser aus Roswell, bevor das Ding hochgeht. Leck mich fett, Junge! Ich lasse im Rathaus den Tornado-Alarm auslösen und die ganze Stadt evakuieren. Suchen Sie einen Ausgang und verschwinden Sie. Ich bin hier auch schon fast raus. Wir treffen uns in Galveston. Alles klar. Oh Junge, oh Junge, oh Junge, das wird furchtbar. Ich will heulen. Einfach durchrennen. Zeit, sich vom Acker zu machen. Komm schon, BJ, mach schneller. Bei dem Ding ist Fighten überhaupt gar nicht sinnvoll. Einfach durchrennen. Noch mehr Karten. Oh, Junge. Na komm. Das Ding hält so gefühlt 20 Schläge aus. Jetzt lad doch mal nach, Junge. Erstmal hier rumgucken, ist hier noch irgendwas? Sieht nicht danach aus. Ein Burger. Noch mehr Zeug zum Lesen. Aber ansonsten sieht es hier ziemlich leer aus. Ja, wo muss ich jetzt eigentlich lang? Ich bin gerade hart verwirrt. Hier ist nichts. Fucking Zoo da. Oh, Junge. Oh, Junge. Ende des Levels. Jawollo. Verlassen. Waffe. Schlüssel. Lauf.
heiße auch Billy, aber mein Papa sagt, ich soll nicht mit dir spielen. Oh, warum das denn? Mein Papa sagt, ihr seid ein schlechter Umgang und schlechter Einfluss und Diebe und Bettler und Penner und ihr könnt nicht lesen oder schreiben. Ihr seid dumm und stinkt. Und ihr seid viel zu faul für ehrliche Arbeit. Mein Papa ist tot, aber Mama sagt, die Weißen sind total gemein und haben was gegen uns. Und zwar, weil sie alle Schwarzen als Sklaven gehalten haben und das nicht mehr dürfen. Darum kann ich nicht die gute Toilette auf dem Jahrmarkt benutzen. Und ich darf nicht in den Laden rein, um Kaugummi oder Limo zu kaufen. Und welches Kaugummi magst du? Injun Scout. Rot oder gelb? Gelb. Ich mag die roten nicht. Die roten schmecken wie Kotze. Ja. Was hast du in dem Glas, Billy? Ach, gar nichts. Damit fange ich Kaulquappen. Und was machst du mit den Kaulquappen im Glas? Ich beobachte einfach, wie sie schwimmen. Und ich gebe ihnen Krümel und Möhren vom Hof. Dann werden sie zu Fröschen. Also, ich habe Kaulquappen am Fluss gesehen. Komm mit, ich zeig sie dir. Oh, okay. Komm schon. We're not gonna take it.